Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Genauso, ich bin gerade aktiv im Zeitung lesen und nehme natürlich für euch ein YouTube-Video auf. Meine Arbeit ist für euch, für mich da, für euch. Und heute möchte ich mein YouTube-Video ansprechen, Freunde. Es geht einfach um sehr, sehr... Wie soll ich sagen, Freunde? Es gibt sehr, sehr viele Sachen, wo mich... ich bin ehrlich. Es regt mich schon ein bisschen auf, würde ich schon sagen. Boah, der Blitz, der geht voll in den Augen. Oder ihr müsst mich in HD sehen, wie Brassas. Ihr wisst, wie ich meine, wenn man einen Film schauen will. No homo. Ja, und was mich richtig aufregt, Freunde, es gibt so viele Fans, Digga, die sagen, warum tust du nicht Livestream? Die rufen mich an und sagen, Bruder, bitte kannst du mir empfehlen. Freunde, seid mir nicht böse, ich bin kurz am Austicken, Alter. Ich kam heute heim, hab Dortmund geschaut, bin enttäuscht, war mein Cousin, Grüße ging raus an meinen Cousin. Wir haben auf jeden Fall fett Fußball geschaut, Alter. Freiburg leider auch verloren, richtig passiv. Und ich habe gesagt, ich schaue die Woche Fußball noch. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ich mache Livestream, ich bin schon ganz durch. Und ich mache Livestream, also so wie Facebook, YouTube, Twitter, habe ich ja gesagt. Wann habe ich letzte Mal gestreamt? Ich weiß nicht, ihr könnt mir auf jeden Fall einen Kommentar schreiben, wenn ihr es noch wisst. Und ich habe gesagt, die Woche mache ich es auf jeden Fall. Und Freunde, ich spüre es jetzt schon wieder. Ich kam gerade erst von der Psychiatrie und bin spüre schon, Alter, dass ich wieder Herz und Rasen kriege, Alter. Und dann meine Kinder und alles und, Alter. Aber ihr wisst, ich bin ein Mann, ich bin immer für euch da, Alter. Das heißt, die Woche kein Livestream, also ich meine jetzt nicht Livestream, Pizza und so, das meine ich, zum Beispiel jetzt Facebook-Livestream, Insta-Livestream, Twitter, das meine ich jetzt damit. Oder zum Beispiel, wenn ihr mich jetzt mal anruft und zum Beispiel, ich sage jetzt zum Beispiel mal, sorry, es geht gerade nicht, ich nehme mir gerade Zeit für euch. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so, Freunde. Hab Verständnis, es hat mich vorhin jemand wieder angerufen, der hat einer so dumm rumgemacht. Ach, ich weiß nicht, Freunde, also, ich will nicht mit YouTube aufhören, Freunde, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal gibt es einfach so bekloppte Leute und die verstehen einfach nicht. Die denken, ich chill nur zu Hause, krieg alles in den Arsch geschoben, Alter. Ich bin genauso Menschen wie ihr, Alter. Ich gehe einkaufen, ich muss das machen, ich muss so viel Zeit kümmern, ich habe jetzt noch zwei Kinder, was ihr auch vielleicht nicht habt, aber manche ja. Ich muss das kümmern, ich habe jetzt heute mal einen netten Abend gemacht, will einfach mal chillen, abschalten und komme wieder heim und denke, oh, die Wohnung muss geputzt werden, das muss noch aufgeräumt werden. Alter, das hat jetzt nichts mit krank oder mit zwanghaft, das noch wegzumachen. Wenn man was anfangen, muss man das eigentlich schon zu Ende bringen, würde ich mal an der Stelle behaupten. Und dann, dass mich jetzt noch jemand anruft, ist ja alles okay, wusste er ja nicht, habe ich mir erklärt. Aber dass er dann danach sagt, Steven, ja, passiv und was ich schon gehört habe, ich deabonniere dich. Und Freunde, da frage ich mich echt, Alter, was mit euch los, Alter, warum soll ich noch YouTube machen, Alter? Also jetzt, ich mache YouTube natürlich weiter, aber manchmal frage ich mich, ob ihr, Alter, ich traue mich das schon gar nicht. Also Freunde, das war das mein YouTube-Video. Ab nächste Woche, und außerdem habe ich ja nicht gesagt, dass ich die Woche streame. Ich habe gesagt, vielleicht mache ich es die Woche. Ich habe gesagt, vielleicht. Und jetzt sage ich es auch nochmal zu, vielleicht durch nächste Woche streamen. Also ich meine jetzt Facebook Live und Twitter und Instagram, den ganzen, wenn ich einfach wieder stabilisiert bin, weil ich muss jetzt erstmal mal hier meine Bude gerade biegen, Alter. Ich bin einfach am Aufräumen, mir fliegt Spezi, trinke ich, Alter, ich will es hinlegen, spritzt einfach runter, fliegt mir die Flasche am Boden, Alter. Alter, ich schwör's dir, Alter, was ist heute los wieder, Alter? Egal, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder beim YouTube-Video. Und übrigens, jeden Tag ein YouTube-Video hochladen ist auch mal nicht so anstrengend. Natürlich ist es anstrengend, Freunde. Also, peace bis morgen, Alter.